Privet, meine Glühbirnen, und herzlich willkommen zu einem Eber, der durchs Bild tänzelt und einem schönen Mauszeiger im Bild, was ich jetzt endlich mal entfernen will. Ich weiß nicht, wie viele Parts ich schon mit diesen Worten angefangen habe, aber aus irgendeinem Grund wird es immer wieder aktiviert, dass der Mauszeiger mit aufgenommen wird. Aber ja, hallo und willkommen zurück zu Nier Automata. Es gibt eine Ankündigung zu machen, entsprechend diesem und den wahrscheinlich nächsten Parts. Ich entschuldige mich für noch schlechteres Gameplay, als ihr es sonst von mir gewöhnt seid. Ja, sowas geht, denn ich bin ja, wie viele wissen, sehr Kampfsport begeistert und mache das auch schon seit ein paar Jährchen. Und ja, in der Kampfsportgruppe, wo ich tätig bin, habe ich wechselnde Sparring-Partner, was mit zum Kampfsport gehört, weil ich werde jetzt nicht sagen, welcher es ist, weil es ist ein recht unbekannter Kampfsport, weswegen man sehr leicht meinen Wohnort herausfinden könnte. Aber jedenfalls gibt es dort wechselnde Sparring-Partner und ich laufe erstmal so ein bisschen umher, während ich das erzähle. Ich glaube, wir müssen eh da nach links. Ich gucke erstmal auf der Map, wo ich hin muss, damit ich euch hier nicht zulabere mit Zeug, was euch eh nicht interessiert. Ja, okay, ich muss einmal durch den Wald, dann kann ich da auch ein bisschen rumlabern. Jedenfalls ist es so, ich bin in dieser Kampfsportgruppe und bei uns ist es so, wir wechseln die Sparring-Partner, weil unser Kampfsport baut sehr auf Dynamik auf. Das bedeutet, man soll sich sehr, sehr schnell an Situationen anpassen können und deswegen soll man auch mit verschiedenen Leuten zusammen trainieren, damit es halt nicht zu dem Fall kommt, ich ignoriere die mal kurz, dass man sich an eine Person gewöhnt und halt die Bewegungsarten der Person kennt, die Techniken der Person kennt und darum immer wieder darauf reagiert auf so einer Weise, dass man halt nicht wirklich Kampfsport lernt, sondern einfach nur sein Gegenüber kennenlernt. Zudem neigt man dann auch immer dazu, statt zu trainieren, einfach ein bisschen rumzulabern. Da kommen meist der Trainer dazwischen. Jedenfalls habe ich heute ausnahmsweise mal mit einem sehr viel höheren Gürtelgrad trainiert. Nämlich einem Blaugurt, Schwarzgurt. Ich weiß nicht, ob er schon Schwarzgurt hat, weil er trägt seinen Gürtel eigentlich nie. Denn er ist Polizist. Und dazu noch ein sehr sportlicher. Kann ich da irgendwie hoch? Nö. Als Konsequenz daraus hat er mich auch wie in einem Einsatz behandelt. Das bedeutet, ich habe heute Waffentraining gemacht. Ich bin mit einem Gummimesser auf ihn losgegangen. Ich berge das erstmal und kämpfe dann gegen die Roboter. Ach so, nee, das sind die Trainingseinheiten. Okay, ich dachte schon. Seht ihr, die trainieren auch Kampfsport. Stimmt, die machen das gleiche wie ich. Nur cooler. Jedenfalls, der hat halt nicht gerade zimperlich auf meine Angriffe reagiert. Ich sollte ihn halt mit einem Gummimesser angreifen. Und als Konsequenz hat er halt wirklich mir das Gefühl vermittelt, was passiert, wenn man einen Polizisten mit einem Messer attackiert. Antwort, es tut weh. Es tut verdammt weh. Er hat mich, glaub, um die 40 Mal heute auf den Boden geschleudert. Und mir sogar mal das Messer abgenommen und dann hinten in den Gürtel reingesteckt. Und das war kein übliches, ja, ich schleiche mich langsam an und steche dann kurz zu Training. Nein, das war ein, ich will dieses Arschloch treffen, aber ich kann's nicht, weil er zu gut ist, Training. Ich habe wirklich sämtliche Tricks probiert. Ich habe zuvor mit einem anderen bei uns, einem Schwarzgurt, trainiert gehabt. Und der ist zwar kein Polizist, aber der macht auch verschiedene Kampfsportarten. Und bei ihm war das so, ich habe mit dem Gummimesser halt angedeutet, ich würde ihn links oben in den Nacken treffen und habe das Gummimesser in meiner Hand während der Bewegung rumgedreht und ihn dann von vorne getroffen und da habe ich es halt geschafft, ihn zu treffen. Aber beim Polizisten keine Chance! Ich habe da echt alles probiert. Sämtliche schmierigen Tricks, die mir einfielen. Ich habe sogar einmal die Hand gewechselt im Angriff und nichts! Rein gar nichts! Und weswegen ich euch das alles erzähle, ich musste ihn dann auch abwehren, also er hat mich dann auch angegriffen und das auch nicht zimperlich. Ich habe so ein paar Mal einen Stock ins Gesicht bekommen. Und ja,
Konsequenz der ganzen Geschichte, meine linke Hand bewegt sich kaum. Und mit kaum meine ich wirklich kaum. Die Daumenbewegung ist schon nah an meiner Grenze. Und darum entschuldigt, falls meine Spielweise dadurch leidet. Aber es ist wirklich mies. Ich weiß nicht, ob es daher kommt, weil ich vielleicht ungünstig auf der Hand gelandet bin. Ob es vielleicht eine reine Erschöpfungserscheinung ist, weil er ist halt um... Und warum ruckelt es so? Mal wieder. Nie Automata. Deine PC-Portierung ist echt für ein Puppes. Für Tobis Puppes. Tobi, sag dein Puppes. Tobi. Ja, ihr habt kurz hier einen Puppes gesehen. Für den ist es. Für den ist Nie Automata. Aber ja. Es ist wirklich extrem. Ich glaube, es kann auch eine reine Erschöpfungserscheinung sein. Also ich habe auch ein paar Mal einen Schlag gegen das Handgelenk bekommen und der hat es auch oft genug rumgedreht. Aber ich musste halt wirklich mit dem gesamten Körpergewicht arbeiten, um ihn auf den Boden zu kriegen, weil mir halt die Kraft fehlt im Vergleich zu einem trainierten Polizisten. Ich bin halt kein sonderlich... Das sieht aus wie so ein Tatort. Sieht echt aus wie so ein typischer Tatort in so Tatortfilmen halt. Ein Wald, ein paar Tiere in der Ferne, zwei Leichen, die umrandet sind mit einem weißen Kreis, überliegen irgendwelche Gegenstände und wir müssen jetzt herausfinden, was hier los war. Ein Androide wollte kämpfen ohne Ende dort. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Vielleicht sagt uns die nächste Leiche mehr darüber, was hier geschehen ist. Ja, tu es, Helm. Ich sah ein schwarzes Buch in einer Wüste der Schatten. Okay. Ich schätze, es handelte sich um Hippies, die ein bisschen zu viel geraucht haben. Anders kann ich es nicht erklären. Aber ja. Kleine Story am Rande. Und vielleicht sollte ich aufhören, jedes Adlereier. Ha, ob die vielleicht von einem Adler angegriffen wurden? Und wer ist denn diese versteckte Person? Ein loyaler Soldat machte eine wunderbare Erfahrung in einer versunkenen Stadt. Yep, Drogenmissbrauch. Dann hätten wir die Sache geklärt. Und da liegt doch ein weiterer Junkie. Wann bist du gestorben? Ein kampfbegeisterter Androide lernte den Feind zu fürchten unter dunklem Himmel. Ich bin immer noch am Überlegen, welche Droge es war. Ecstasy scheint es nicht zu sein. Für Marihuana sind sie zu depressiv. Vielleicht Speed? Paranoia? Keine Ahnung. Ich würde sagen, ich lasse die fetten Schweine, also meine äquivalenten Lebewesen, zurück und gehe mal zum Königreich. Das wollt ihr denn alle sehen? Ich weiß es genau. So, rüber über die Brücke und auf zum König der Roboter. Aber zuerst die ganzen Items auf dem Weg einsammeln. Das sieht schon verdammt cool aus hier. Vögel. Ich habe mal ein bisschen lauter gemacht. Ich glaube, die sind nicht ganz so froh darüber, dass wir hier sind. Hi. Ach, nur Level 23, wenn so ist. Du bist? Ja, Level 25. Super. So habe ich dich gerne. Wo war doch mal der riesige Level 3 Roboter? Ach stimmt, im Tutorial. Also, ich muss sagen, die Level sind echt ein bisschen random in dem Spiel. Das gibt's. Und warum fokussiert gerade das Spiel, obwohl ich nicht fokussiert habe? Oh, ich habe doch fokussiert. Hä? Haben die was am Fokus geändert? Seitdem ich das letzte Mal gespielt habe? Der Fokus scheint mir halt irgendwie so anders. Der scheint besser. Ich bin es normalerweise gewohnt, dass der Fokus immer weggeht, sobald ich loslasse. Aber das ist scheinbar nicht mehr der Fall. Und warum zur Hölle schießt du so einen fetten Laser direkt auf uns? Hast du nie gelernt, wie man mit einer Dame umgeht? Man hat sie gefälligst sanft zu behandeln. Oder sie verprügelt dich mit ihrem fetten Katana. Das weiß doch jedes Kind. So. Hi. Und tschüss. Scheißding, ey. Kein Respekt. Wo ist nur die Ritterlichkeit hin? So. Jo.
Ich war auch kurz am Überlegen, ob ich Tekken 7 aufnehmen soll. Einfach weil es gepasst hätte mit meiner Kampfsport-Story. Aber. Au. Dörf. Aber ich habe halt kein Tekken 7, sondern spiele es über Family Sharing mit Speedy. Und ich weiß nicht, ob er gerade spielt. Und generell passt es gerade nicht so auf meinen Kanal, weil ich habe zu viele Projekte. Ich will angeln. Ich werf mal. Ich erkenne noch was. Ich glaube, das ist nicht weit genug geworfen. Heilige Scheiße, wie soll man hier herausfinden, ob was anbeißt? Hat ganz was angebissen? Ich habe keine Ahnung. Ich erkenne rein gar nichts und ihr wahrscheinlich noch weniger. What is this? Spiel! Das ist dein fucking Ernst? Ich glaube, es zuckt gerade. Genauso wie mein rechtes Auge. Übrigens habe ich bald eine neue Webcam. Eine, mit der ich gescheit YouTube-Videos machen kann. Ich benutze sonst ja immer meinen Spiegelreflex, was ein bisschen unpraktisch. Achso, ich dachte, das wäre irgendein seltsamer Roboter. Aber nee. Ja, ich lasse es mit dem Angeln. Nur eine kleine Frage, wie soll ich rüberkommen? Muss ich über diese kaputte Brücke balancieren? Das wäre so meine Idee gerade. Und mein Gott, sieht es hübsch aus. Ich liebe dieses Spiel. Ich habe halt eine neue Webcam. Dann werde ich vielleicht auch mehr Facecam machen, weil mit meinem jetzigen Setup, also Capture Card und Spiegelreflex, ist es mir ein bisschen zu umständlich, vor allem weil die Capture Card da manchmal rumspinnt. Und mit manchmal meine ich ziemlich oft. Und dann habe ich bald die Logitech C29, weil die ist gerade auf Amazon im Angebot für 50 Euro. Ich wollte eigentlich die C39, aber die C29 kostet im Angebot einfach gerade mal 50 Euro. Und die C39 100 Euro. Und der Unterschied. Nein! Und der Unterschied ist wirklich minimalst von der Qualität her. Weswegen ich glaube ich. Ja, ich habe eigentlich schon zugegriffen. Ich warte jetzt nur noch darauf, dass das Paket ankommt. Weswegen ich halt zum C29 gegriffen habe. Und dann kann ich auch besser Facecam bringen und vielleicht setze ich dann Resident Evil 7 fort. Hat er nicht gesagt? Ja, mir hat es ja wenig Spaß gemacht. Hauptsächlich wegen den technischen Problematiken, mit denen ich zu kämpfen hatte. Und dann wäre es gelöst. Und dann könnte ich wieder Spaß an Facecam haben. Und weg mit euch, ich will den Speicherpunkt. So, Karteninformationen freigeschalten. Schnell speichern. Deska. So. Noch das Item aufheben. Sollte ich nach 13 Minuten schon das Video beenden? Ich hab halt wenig Zeit und würde lieber mehr Parts aufnehmen. Das könnt ihr mir eigentlich auch mal schreiben. Das ist so eine Sache, ich glaube, da streiten sich die YouTube-Zuschauer immer mal wieder drum. Und mich würde halt interessieren, wie es bei meiner Community ist. Ich glaube, ich stelle die Frage mal in jedem Let's Play, damit mir in jedem Let's Play die Leute die Chance haben, das jeweils zu schreiben. Dann würde ich es halt immer individuell machen. Ist es euch lieber, wenn ich eher kürzere Folgen mache und dafür auf regelmäßiger Basis? Oder lieber längere Folgen und dafür nur einmal alle 2, 3 Tage oder so? Weil ich halt mit den täglichen Videos gerade nicht hinterherkomme, wie man vielleicht merkt, weil. Jo. Aber da gehen wir erst im nächsten Part hin, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst es mich gerne wissen. Vergesst nicht mehr zu schreiben, welche Art von Videoformat ihr gerne sehen wollt. Also kurze Parts und dafür mehr oder lange Parts und dafür weniger. Auf Wiedersehen, Leute. Eure 2B mit schönem weißen Höschen. Dass es kein Spitzenunterwäschen-DLC gibt, wundert mich ja auch.